Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy IV The After Years für die PlayStation Portable im letzten Part. Ach Mist, ich muss ganz kurz cutten, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, im letzten Part haben wir den New Moon, den True Moon, den was auch immer, also so einen Mond halt betreten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal raus. Wir haben uns hier ja schon mal umgeguckt, zumindest bis hierhin. Es sieht tatsächlich ein bisschen anders aus hier. Hier kommen auch Kämpfe. Ich muss gestehen, dass ich mir die gerade schon mal ein bisschen angeguckt habe. aber nicht weiter schlimm. Okay, ihr macht wieder euer scheiß Re-Race. Dann mache ich jetzt einmal Bio auf alle, damit die Schleims auch sterben. Ich muss allerdings vorsichtig sein, dass ich jetzt nicht zu viel MP verschwende. Ja, wobei, ich hab einiges an Äthern auf jeden Fall. So. Kane, machst du jetzt mal bitte deinen Jump? Ich will mal sehen, wie leicht ich euch hier down kriege. Okay, das reicht auf jeden Fall. Ach, machen wir jetzt einfach so. Edge sollte das doch schaffen, oder? Ja! Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich hier draußen schon ein bisschen umgeguckt, schon gegen ein paar Gegner gekämpft und dabei auch ein bisschen trainiert. Bisschen trainiert. Damit ich mich sicher fühle, weil ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl ich auf einem echt krassen Level bin. Oh Gott, Grey Curl. Dass ich irgendwie nicht stark genug bin für das, was mich hier erwarten wird. Ich fühle mich irgendwie einfach immer noch so unvorbereitet. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Manchmal ist man einfach stark genug, aber fühlt sich trotzdem unvorbereitet. Oder auch, man kann es auch zum Beispiel in der Schule vergleichen, ja? Man hat für eine Arbeit oder eine Klausur oder eine Prüfung halt, was auch immer, extremst gelernt. Und ist eigentlich super vorbereitet, aber man fühlt sich einfach total unvorbereitet. Kennt ihr dieses Gefühl? So ungefähr fühle ich mich gerade. Komischer Vergleich vielleicht, aber so ungefähr fühle ich mich gerade. So, ich will mich jetzt gerade mal auf diesen Grey Curl, der irgendwie nicht stirbt, fokussieren. Er könnte dann jetzt langsam mal sterben. Die Gegner hier haben durchaus ein bisschen Energie. Den Grey Curl hatte ich bisher noch nicht. Genau, generell diese Gegnergruppe hatte ich bis gerade noch nicht. Also bis jetzt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen trainiert, aber den, das Gegnergrüppchen hier habe ich noch nicht gesehen. Treffen mich alle nicht. Bin ich zu schnell für euer Level? Euch dann langsam mal, Grey Curl, bitte. Aha, gut. Schon besser. So, dann machen wir jetzt hier einfach Auto-Battle. Der Rest sollte eigentlich ganz schnell und gut vonstatten gehen, oder? Natürlich. Naturellement, oui, oui. Oh Gott, was ist denn mit Edge? Was ist mit Edge passiert? Vergiftet. Habe ich ein Antidot? Ach ja, genau, hier auf der Weltkarte ist wieder kein Game Sound. Fragt mich bitte nicht, warum. Man kann ja auch nicht speichern und nicht cottagen. Es ist einfach so. Subterrain. Hier ist auch noch kein Game Sound. Hier aber Subterrain B1. Welche überhaupt nicht aussieht wie die vom... Gut, liebe Leute. Ich muss gestehen, dass ich das jetzt nicht erwartet habe, aber sie scheinen wirklich einfach den Subterrain Dungeon aus FF4 vom richtigen Moon übernommen zu haben. Yay! Das ist ja wirklich exakt der gleiche. Och Leute. Ich hatte gehofft, dass Copian Past hat jetzt ein Ende, aber nein. Boah, mache ich gegen die dermaßen viel Schaden hier gerade. Ich glaube, ich bin doch einigermaßen vorbereitet und Edge scheint hier gerade das Mobbing-Opfer für die Gegner zu sein. Finde ich eigentlich gar nicht mal so cool. Okay. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Wir schauen uns jetzt erstmal diesen Dungeon um. Diesen Dungeon um? Nein, an. Wir schauen ihn uns an. Wir schauen uns in diesen Dungeon um. Gute Sache. Eukaryote. Warte, was war ein Eukaryot? Es gab Eukaryoten und Prokaryoten. Nee, das war Euzyten und Prozyten. Ach, scheiße. Mensch, ich bin in der 12. Klasse und hab Bio und schreib da mein Abitur drin und komm grad nicht darauf, was es statt Eukaryoten noch gab. Die hießen doch nicht Prokaryoten, oder? Nein. Na, das ist doch was anderes, oder? Oh, Riddy hat Quake-Alarm.
Eukaryot und... Ich google das jetzt. Ich google das jetzt ganz kurz nebenbei auf dem Handy. Tut mir leid, aber ich komme da gerade nicht drauf. Das stört mich. Eukaryoten... Was habe ich denn geschrieben? Eukarzize. Hä? Eukaryoten und... So, das google ich jetzt. Eukaryoten und... Doch, Prokaryoten. Seht ihr, habe ich sogar richtig in Erinnerung gehabt. Liebe Leute, auf mich ist doch immer Verlass, was Biologiewissen angeht. Eine Truhe. Genji Shield. Ich sollte hier generell mal müssen. Mensch, Mensch, Genji Shield klingt ja stark. War nicht sowieso Genji-Rüstung in FF4 damals auch mit die beste Rüstung? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich erinnere mich nicht mehr so richtig, aber ist halt, wie gesagt, schon ein kleines bisschen her. Aber ich glaube, die Benji, das Genji-Set war mit das Beste. Ich glaube, es gab noch hier für Cecil irgendwie so ein überheiliges Schild, was noch stärker war. Aber ansonsten... So, ich werde auf jeden Fall hier alle Gegner möglichst besiegen, weil die echt viel EP gerade bringen. Und ich kann ruhig noch ein bisschen Level aufsteigen. Ich überlege auch, ob ich so vor den letzten Parts dann mich offscreen einfach wieder bis Level 99 hochtrainiere, wie ich es in dem FF4 LP damals auch gemacht habe. Einfach damit ich die letzten Bosse so richtig wegbetze. Oh nein, ich Osmose, oh. Ich habe während des Trainings rausgefunden, dass Edge einen richtig, richtig starken Ninjutsu-Skill hat. Der einfach mal eben auf alle Gegner 3000 Schaden macht. Auf alle. Jeden einzelnen. So, gucken wir uns noch hier um, bevor wir richtig weitergehen. Ich will diesen Dungeon jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich ausschöpfen. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir vielleicht noch 10 Parts oder so für das Let's Play brauchen. Ist eigentlich schade, aber hm. Aber die 10 Parts möchte ich dann noch ausnutzen. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt nicht weiter informiert, was jetzt noch alles kommt, beziehungsweise wie viel jetzt noch kommt. Okay, nee, die waren schwach. Aber... Oh, in der Backrow mache ich also wenig Schaden. Aber... Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt im letzten Dungeon bin. Im allerletzten Dungeon. Hier wird dann noch so eine Stelle kommen, wo ich nochmal komplett raus muss, um meine... Schwänze umzutauschen. Ja, meine Schwänze. Aber ansonsten muss ich hier nie wieder raus und spiele hier jetzt im Prinzip das Spiel durch. Aber was da noch für Bosse kommen und was da noch alles kommt, das weiß ich nicht. Ich weiß, mal gelesen zu haben, schon von längerem, lange bevor ich dieses Let's Play hier gestartet habe. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Blast. Oh, 20 MP kostet das. Okay. Bum, 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 bum. Oh, hier waren es jetzt nur 2000, aber geht auch. Oh, da heißt sogar Prokaryote. Huch, habe ich nicht gesehen. Also ich meine mal, länger vor dem Let's Play was gelesen zu haben diesbezüglich, wie lange das noch geht und was hier noch alles kommt und so. Und, ich habe irgendwo mal gelesen, das weiß ich noch, dass es wohl irgendwo... noch so eine Möglichkeit gibt, ganz viele Bosse aus Final Fantasy 4 und generell aus früheren Final Fantasies von 1 bis 6 irgendwie zu bekämpfen. Ich weiß aber nicht, ob das Teil der Story ist oder ob das ein optionaler Dungeon ist oder ob das vielleicht sogar in einigen Challenge Dungeons war, die ich nun nicht gemacht habe. Ich habe wirklich auf die ganzen Challenge Dungeons verzichtet. Ich habe ja erzählt, welche ich gemacht habe und welche nicht, und das hat mir wirklich gereicht. Also sorry. Stirb, Eukaryote! Nicht vergiften. Dankeschön. Was? Rose Twin Watt? Habe ich gerade bekommen von dem etwas gedroppten Rüstung. Rose Twine Dress. Ich glaube, das ist nicht so krass gut, aber... Rose Twine Dress. Einfach mal gedroppt von so einem Vieh. Das ist gut. Mensch. Was habe ich denn für einen Moon gerade? Black Magic Down. Ah. Deswegen. Ah ja, nee, nicht deswegen. Okay. Keine Ahnung, ich wollte jetzt gerade irgendwie nur deswegen sagen. Aber eigentlich habe ich tatsächlich gar keine Erkenntnis gewonnen. So, jetzt haben wir die beiden Seitenwege gemacht. Und jetzt möchte ich bitte den Hauptweg gehen.
Endlich mal. Nein, nein, nein. Gegen den möchte ich tatsächlich... Also, gegen die Gegnergriffe möchte ich gerade nicht kämpfen, weil der High Wizard die ganze Zeit MP abzieht. Und das ist ziemlich uncool. Is this a shattered crystal? Ich habe Kane gerade total nicht synchronisiert, wie ich ihn für gewöhnlich synchronisiere. Das hat mich gerade selbst ein bisschen fertig gemacht. Aber was soll's. So. Wenn hier jetzt ein Shattered Crystal ist, habe ich das Gefühl, dass hier jetzt gleich ein Bosskampf oder sowas kommt. Deswegen snitche ich mir zumindest mal kurz meinen Stuff voll. Nee, 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 nee. Keine MP verlieren. Bitte keine MP. Nein. Ich verzichte auf alles, aber keine MP. Stirb, High Wizard. Nein, nicht doch immer auf Edge. Oh, man. Jetzt, wo er starke Ninjutsus hat, braucht er diese MP auch. Und mit jedem Mal, was er mir abzieht, zieht er mir im Prinzip einen Ninjutsu ab. Oder mit jedem zweiten Mal. Mit jedem halben Mal im Prinzip. Nee. Oh Gott. Aber auf keinen Fall zwei von euch, High Wizards. Ach du Scheiße! Au! Mal eben ein bisschen HP abgezogen. Und es könnte jetzt auch mal wieder Schluss sein mit den alle drei Schritte ein Gegner. Aber wollen wir mal nichts gegen sagen, ne? Hm. Und sie kann inzwischen Kura. Ja! Oh! Gut, dass ich es gerade ausgewählt hatte, weil ich glaube, ich brauch's gerade. Holy shit. Ach ja, das war ja so. Genji Armor. Oh. Ich glaube, ich gebe ihm tatsächlich einfach die ganze Mega-Rüstung. Ich überlege ja noch, also wenn wirklich Cecil irgendwann noch wieder zu Sinnen kommt, sage ich mal, dann werde ich ihn ja auch, wie ich schon mal gesagt habe, in die Gruppe aufnehmen. Entweder als Golbis-Ersatz oder als Edge-Ersatz. Eher aber leider als Golbis-Ersatz, obwohl ich super cool finden würde, wenn die Brüder gemeinsam Seite an Seite kämpfen würden im Endkampf. Das hätte einfach mal mega Stil. Das hätte einen mega Stil. Aber wenn Golbis halt einfach nicht so stark ist. Also ich weiß es nicht. Rydia kann inzwischen auch Quake. Deswegen sehe ich momentan nicht so den Mega-Vorteil. Zumindest, zumal hat Rydia, glaube ich, auch mehr schwarze Magie. Oder sieht man das hier irgendwo? Black Magic. Magic Attack oder sowas. Spirit ist das genau, 50. Und er hat nur 37, das ist echt... Boah. Klar, er hat hier das Doppelte an Stärke. Sogar mehr als das Doppelte. Aber... Und auch viel mehr HP, mehr als 1000 mehr HP, aber... Ich weiß nicht, ob es wert ist, ich weiß es eben nicht. Da muss ich mir dann nochmal Gedanken machen. Aber jetzt erstmal nicht. Okay. Jetzt gehen wir erstmal weiter, hier ist noch eine Truhe mit... Explosion, schade, ich hätte gedacht noch ein Genji irgendwas. Oh, ein Kristall. Und ich laufe automatisch. Stay on guard. Something's watching us. Here it comes. The same feeling. I felt it somewhere else before. Here it comes. Ein Bosskampf. Wer hätte das gedacht? Hm. Ich bin gespannt, wer es ist, wirklich. War übrigens gerade witzig, wie Edge und Golbis das gleiche gesagt haben. So, wer bist du? Bagan! You must be the Chief Guardsman. Bagan. I am reborn by the crystals. Reborn by the crystals? Are you fucking kidding me or what? Soll ich dir einen Blast reinhauen? Nee, ich hau dir keinen Blast rein. Der macht doch Refleck auf sich. Sobald er einmal angegriffen wurde. Mit Magie. Wo ist denn hier Protect? Das heißt, ich mache jetzt einfach vielleicht einmal den Dragon.
Oder einmal Quake oder einmal Bio. Ich könnte irgendeinen starken Zauber auf ihn machen. Ich mach Bio auf ihn. Ja, und danach macht er Reflekt auf sich selbst. Zumindest wenn er noch genauso ist wie in FF4. Mist, ich hätte doch Blast machen sollen. Moment mal, Ninjutsus? Werden Ninjutsus reflektiert? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht und ich werde es jetzt ausprobieren. Was ist ein Tremor? Releases an Earthquake? Ui. Das probieren wir mal aus. Ich will es halt nur mal ausprobieren, ne? Boah. Wird nicht reflektiert. Okay, dann ist Edge hier definitiv mein Mann. Okay, was können wir noch machen? Berserk. Soll ich das mal auf Kane machen? Nee. ich hätte Slow auf ihn machen sollen. Das wäre es noch gewesen. Miehst. Constrict? Och nö. Nicht edgy. Habe ich... ich habe doch Remedies, oder? Remedy. Bin ich ja schon dran vorbei. Remedy, Remedy, Remedy. Da. Sogar 52. Pff. Dann ist, wie gesagt, Edge hier mein Mann. Blattfee... Oh, nö. Ihr Ekels. Ihr seid richtige Ekels. Dann mache ich jetzt mal... Blast. Weil Blast ist echt cool. Und ich glaube, Summons werden auch nicht reflektiert, oder? Please, while I still have life. Hä? Was reden Sie? Hui. Oh ne, jetzt regeneriert er erstmal seine Arme. Wieso sind die denn jetzt gestorben? Nein. Das sieht auch witzig aus, so ein Arm. Ja, ja. So, hier kriegst du nochmal Tremor reingedrückt. Jump. Ach, Belgien. Mhm. Hallo, Dragon. Der gute alte Mistring, ich finde den so cool. Der sieht doch einfach so hübsch aus. Schwump. So, braucht irgendjemand Heilung? Nee. Ey, kann ich ihm Reflekt entziehen? Nee, kann ich nicht, okay. Mist. Okay, probieren wir auch mal das aus. Frost und Lightning oder Blitz oder wie das hieß, kenne ich auch noch gar nicht. Beware. It still lives. What? Hätte man ihn jetzt auch am Leben lassen können? Ich weiß es nicht. Reborn from the crystal, he said. So that's why the crystal shattered. His soul faded away, I could feel it. What's the meaning of this? I thought Cecil and his party defeated this monster long ago. What still lives? Okay, Autotent, alles klar, wechsel den Moonfucker. Oder wechsle ihn noch nicht. Sehr. Ja, wahrscheinlich im Sinne des Spiels sind alle Party-Members hier unten. How's King Cecil faring? He hasn't changed a bit. Oh, I see. But I have a strange feeling. I think he understands what's happening there, all of it. You've changed, Theodore. The Theodore I knew always acted like there was a heavy burden placed on his shoulders. The burden of being the Prince of Baron. No, the burden of having Cecil and Rose's blood in his veins. You're right. It always made me wonder, why did you never feel a sense of pride about your family? I guess I had a learner too. From whom? From Kane, Biggs and Wedge. And from all the people my father once fought with. I always hoped that you'd learn it for yourself.
I suppose my father did too. Come think of that. Come to think of it, sorry. Don't worry, I'm sure your father will be back to normal in no time. Thanks. You learned the Twin Rush Band! Was ist ein Twin Rush Band? Ist das zwischen Pseudo und Ursula oder was ist das? Keine Ahnung, habe ich beide nicht im Team. Ist jetzt ein anderer Mond oder nicht? Nö. So, damit kann ich raus. Moment mal, das hieß doch irgendwie Interdimensional Elevator oder so, das Ding. Heißt das, ich kann jetzt jederzeit raus zu dem Shop und so? Oder mich da heilen oder was auch immer. Tun, was ich will. Die Party ändern zum Beispiel, ne? Die Gruppe. Hm. Und anschließend jederzeit wieder in die Ebene, in die ich will? Das wäre mega cool. Das wäre richtig mega cool. Au. Gut, ich gucke mich ganz kurz mal hier auf der Ebene um. Oh. Könnte ich wenigstens in diesen Pausenräumen irgendwie keine Kämpfe kommen oder so? Das wäre echt nett. Ja. Flieht ihr dann mal? Danke. Tatsache. Und ich kann auch direkt hier die Party editieren. Möchte ich aber nicht. Noch nicht. So, wir tenten hier jetzt erstmal und ich würde sagen, dass es das für diesen Part gewesen sein soll von Let's Play Final Fantasy IV The After Years für die PlayStation Portable. Bis zum nächsten Part und ciao.